Und damit herzlich willkommen zurück, meine lieben Brüder Assassinen. Ah, welch glückliche Fügung, dass ihr mich gerade jetzt aufsucht. Kennt ihr den Mathematiker Pierre-Simon Laplace? Einer der fähigsten Köpfe Frankreichs. Doch seine natürliche Skepsis und, wie soll ich sagen, seine agnostische Art machen ihn in Paris zur Zielscheibe der Fanatiker. Trotz meiner Warnungen legte er sich mit den falschen Leuten an und steht nun unter Hausarrest. Ich fürchte, man wird ihn hinrichten, wenn wir ihn nicht bald befreien. Mon Dieu, nein. Ich will auf der Stelle mit euch sprechen. Hast du das Leben so satt, dass... Schneidet ihm den Weg auf! Also ich finde es gut, dass ich mit gezogener Waffe durch die Gegend laufen kann. Das sieht sehr, sehr episch aus. Okay, zu viele Schützen. Obwohl, nee, der findet sich ja im Haus. Hör auf, Arno! Hör auf, Arno! Hör auf, Arno! Der Moment, wenn du nicht die dämliche Deckung verlassen kannst. Und dann angeschossen wirst. Danke, Arno! Du bist ein Idiot! Ich hasse Arno. Perfekt! Komplett verdient, angeschossen zu werden. Komplett verdient. Ich heile mich in den nächsten Folgen auch nicht mehr. Ich gar keinen Bock mehr zu. Danke, Bruder. Ich wurde zu Unrecht inhaftiert, weil ich ein gefährliches Experiment unterbrach. Ein paar Narren meinten, sie könnten einen Mann allein durch Elektrizität zum Fliegen bringen. Ich weiß jedoch, dass Ihr Experiment den Mann töten wird. Geht zum Versuchsaufbau und tauscht Ihren Leidener Flasche gegen diese aus. Die Spannung bei dieser ist bedeutend geringer und wird niemandem schaden. Schnell, bevor es zu spät ist. Okay. Monsieur Allemand machte einen ähnlich dummen Fehler, der ihn fast das Leben gekostet hätte. Der Schock schleuderte ihn kopfüber zu Boden. Er hat sich höllisch wehgetan und konnte sich an nichts erinnern. Aha. So, ne, kommen gleich weiter. Scheiß jetzt einfach auf die Medizin. Okay. Okay, 1, 2, 3, 4. How many snipers are in your store? Aha. Dieser Herr wollte wieder schießen. Er ist schießwütig. Hat ja bisher wunderbar geklappt mit dem Einkesseln. Ich lasse euch auch einfach leben. Ich würde das Experiment schon gerne sehen.
Na gut, dann eben nicht. Ah. Können wir als nächstes hin? Da unten hin. Ist aber relativ weit weg. Ich mache eine Schnellreise. Bis gleich. Und weiter geht es. Ich hätte fast einen großen Fehler gemacht und vergessen aufzunehmen. Ich habe die Aufnahme eben abgebrochen. Zum Glück habe ich mich daran erinnert, die Aufnahme zu speichern. Was ist er denn für einer? Es ist mir sehr peinlich. Doch ich habe es Bonaparte versprochen. Er hat ein Auge auf eine Dame geworfen. Wie hieß sie noch? Juliette? Josephine. Josephine, ja. Er plant einen romantischen Spaziergang, doch die Royalisten sind hinter ihm her. Bonaparte trifft sich mit ihr südlich des Palais Bourbon. Schaltet die Royalisten aus, die ihren Weg säumen. Okay. Also geht die Liebesgeschichte von Josephine hier also weiter. Ich würde natürlich schon gerne die ganzen einzelnen Videos, die zu einer Storyline gehören, wie zum Beispiel jetzt alles Napoleon oder alles hier von Madame Tussauds oder was weiß ich, die zusammengehören, zusammen in einem Video packen oder halt nacheinander hochladen und nicht alles durcheinander. Aber das wäre jetzt einfach zu viel Arbeit, von daher... Ich hau dich gleich um! Eure Einladung schmeichelt mir. Darf ich euch nach eurem Rang fragen? Kapitän. Vorerst Kapitän. Doch ich habe Aussichten. Das glaube ich. Sehr gute Aussichten. Nun, schöner Tag für einen Spaziergang. Ja, natürlich. Das bereut ihr. Keinen Schritt weiter. Weg von hier! Verschwindet! Halt. Stehen bleiben! Hey, das sind die Royalisten. Und warum? Bei allem Respekt, Arno. Das hier ist eine ernste Angelegenheit. Ich verteidige euch nur. Aber die sagen immer zu uns, antirevolutionärer Bastard. Was bedeutet, dass sie für die Revolution sind? Ach so, ich soll alle töten, die hier sind. Das glaube ich dir nicht, dass du so gut bist. Ich glaube, du bist sehr schlecht. Shit, die da hinten kriegen wir nicht. Kurz rüber. Verfluchter Zauderer! Nein! Oh Gott! Konzentration, Konzentration. Scheiße! Ich halte lieber die Augen. Alles klar. Ich habe gedacht, wir sollen nur den einen da töten, weil mir nur der eine angezeigt wurde, aber... Nein. Sollte sich seine Verliebte da nicht eigentlich wundern, was er für einen krassen Bodyguard hat? Ich meine, wir schlachten ja einen nach dem anderen ab. Hä? Der hat mich gerade wieder rausgeschubst, der Typ. Ich glaube, Takt bei dem. Ich arbeite hier und handle im Namen von Bonaparte. Ich wurde in Martinique geboren. Zum Heiraten kam ich nach Frankreich. Aber es war ein Desaster. Ich bin nun geschieden. Oh. Und ihr? Woher habt ihr diesen exotischen Akzent? Korsika. Wie wunderbar provinziell von euch. Ihr seid sehr nachdenklich. Was? Oh. Ja, ich habe nur nachgedacht, wie ich taktieren, wie ich euren... Arm nehmen könnte? Ja. Und habt ihr einen Plan ersonnen? Nein.
Das Soldatenleben muss fürchterlich aufregend sein. Auf stolzen Rössern mit blitzenden Klingen. Ich bin Kugel. Ich kalkuliere Flugbahnen. Faszinierend. Nun, das war... Ich... Ihr... Ja, das war es, nicht wahr? Es ist nur, dass eure... Eure... großen, leuchtenden... Diese... Augen? Ja, sie sind betörend. Ich kann kaum atmen, sprechen, denken. Wir müssen uns wiedersehen. Oh, ja, vielleicht. Nun, danke. Ich denke, das lief recht gut. Ich glaube nicht, mein Freund. Aber ich bin nicht anders. Bei mir läuft's genauso. Das ist ja das Schlimme. Willst du mich verarschen? Ich habe gerade euren Napoleon da gerettet. Ich möchte Napoleon verfolgen. Ich möchte wissen, wo die hingehen. Ich will wissen, wo Napoleon hingeht. Kann ich den vielleicht erschrecken? Erschrecken lässt er sich nicht. Giftgasattentat auf Napoleon. Zeigt keine Wirkung. Ich hingegen. Mit der Pistole. Okay, das ist äußerst interessant. Für mich zumindest gerade. Für euch wahrscheinlich eher weniger. Und ich bemerkte, dass ich gleich tot bin. Und angreifen wir mal nicht gegen. Und nun bemerke ich, dass die Folge wieder mal an der Zeit ist, beendet zu werden. Bis dahin, Leute. Haut rein. Bleibt gesund. Und ciao.